Ich bin dann immer so entsetzt, was für ein Niveau da herrscht. Ich habe ja schon so einen Moment, wo ich so denke, YouTuber finde ich irgendwie unangenehm. Du sagst ja selber, dass du überbezahlt bist, habe ich mal gesehen. Das ist einfach ungerecht. Ja, das sehe ich auch ein. Hallo, liebe Freunde. Mädel, eure Lieblingstwinnies sind wieder am Start. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Wir haben heute zum ersten Mal einen richtigen Star. Prominenten da. Ja, das ist wirklich, das kommt nicht oft vor. Macht mal einen richtig fetten Applaus für Lars Eidinger. Wow. Guten Abend. 1000 Leute, was sagst du dazu? Wahnsinn. Da vorne, da hier, da hinten auch. Wie erregt bist du? Maximal. Maximal, weil du hast mal gesagt, deine sexuelle Erregung ist immer gleichzusetzen mit deiner Nervosität in der Sendung. Das heißt, so nervös du bist. Naja, nur um zu beschreiben, weil manche Leute verstehen ja gar nicht so richtig, was es heißt, Schauspieler zu sein, denen das so ein bisschen nahe zu bringen. Das ist ja was, damit könnt ihr dann plötzlich alle was anfangen. Sollen die Praktikanten in die Schuhe zu binden? Ich habe zum Beispiel mal einen Film gemacht, da ging es so um aktive Sterbehilfe. Mhm. Ja, und es fing an mit einer Einstellung nur auf dem Gesicht einer alten Frau, die stirbt. Ich habe das gesehen auf der Leinwand und gesagt, Wahnsinn, wie haben die das hingekriegt? Und da habe ich die Regisseurin gefragt und da hat sie gesagt, sie hat zu der alten Dame gesagt, kannst du spielen, dass du einen Orgasmus hast? Dann hat sie den Orgasmus gespielt und haben sie den rückwärts abgespielt. Und das war dann das Sterben. Ich konnte direkt jeder, der schon mal einen Orgasmus hatte, versteht natürlich dann dieses Bild. Sicherlich unsere Zuschauer auch. 14 bis 29 da draußen. Ihr habt sicherlich schon mal den ein oder anderen. 14 bis 29, war das jetzt okay mit dem Orgasmus? Dass du das alles sagst. Das ist klar. Du hast sogar noch derbe. Sterbehilfe haben auch die ARD-Zuschauer abgeholt. Das passt schon alles. Du bist der beste Schauspieler der Welt, hast du selber gesagt. Ja, jetzt kannst du es schon eigentlich nicht mehr hören. Weltberühmt in Berlin, sagt meine Frau immer. Ja, da hat sie vollkommen recht. Kann ich Ihnen zustimmen. Du bist ja auch gerade wieder aktuell im Kino. Und zwar, ich würde sagen, bevor wir über den Film ein bisschen quatschen, 25 km/h, gucken wir uns mal keinen Trailer an, oder? Habt ihr da überhaupt die Rechte? Dürft ihr das im Internet? Wir haben alles. YouTuber, wir dürfen alles, wir rippen uns alles und strahlen es einfach aus. Ist so gut, dass wir die Reise machen. Sie schieben ihre Kraftfahrzeuge, bis sie sich Helme besorgt haben. Mal ganz im Ernst, wie wollen Sie das kontrollieren, ob wir schieben oder nicht, wenn Sie weg sind? Und uns bis zur Landesgrenze eskortieren, oder was? Fick dich, du hässliches, beschissenes Bundesland! Das war Nordrhein-Westfalen. Toller Trailer, toller Film, wirklich super geil. Wow. Der Film ist echt toll. Der ist wirklich toll, wir haben ihn gesehen. Ich bin so stolz auf den Film, weil der ist nicht nur, das ist ein Road-Movie, das ist ein Feel-Good-Movie, aber der wartet auch mit Tiefgang auf und Emotionalität. Und ja, man ist, glaube ich, selten im Kino so berührt geworden. Ja, das kann ich nur bestätigen. Berührt worden. Ja, die Moral von dem Film ist ja, es ist nie zu spät, was zu ändern. Ist das auch dein Lebensmotto? Das dann, überhaupt moralisch zu sein, ist, finde ich, ein bisschen tricky. So, weil es ja immer behauptet, man wüsste es irgendwie besser. Mhm. Ja? Oder überhaupt in so Kriterien zu denken, gut oder schlecht, richtig oder falsch, ich verbiete mir das so ein bisschen. Mhm. Ja? Das heißt, du erfindest dich jeden Tag neu quasi? Ja, mich beeindrucken zumindest mittlerweile Leute, die sich nicht treu bleiben. Mhm. Also, weil ich immer dachte, früher hatte ich so, ich schätze den, weil der bleibt so bei seiner Meinung. Mhm. Ich finde, wenn man jetzt so Fernsehen anmacht oder so, man guckt sich dann Diskussionen an, das ist doch gerade das Langweilige, dass die alle immer bei ihrem Standpunkt bleiben. Mhm. Ich würde doch gerne mal erleben, dass man diskutiert und irgendwann sagt so, weißt du was, was mich überzeugt. Das macht aber keiner, ja, weil es irgendwie als Schwäche gilt. Ja, das stimmt. Aber ich finde, man muss eher lernen, mit dieser Widersprüchlichkeit umzugehen, ja, und das sich auch einzugestehen, dass man Fehler machen darf. Fehler sind aber menschlich, auch liebe Kinder da draußen. Fehler sind menschlich, oder? Weil Homer Simpson hat gesagt, wenn Fehler nicht menschlich wären, dann wäre am Bleistift auch kein Radiergummi. Homer Simpson, Mr. Homer Simpson, wer kennt ihn richtig? Ja, der große Poet. Du bist ja auch ein Instagram-Star. Du bist ja bei den... Ja, folgt mir auf Instagram. Du hast einen blauen Haken, du bist ein Star. Ja. Das ist mal, das steht fest. Ja. Benutzt du das wirklich täglich? Ich mache das wirklich viel. Ich habe mal im Urlaub jetzt gerade in den Sommerferien 4 Wochen Pause gemacht. Und da habe ich tatsächlich kurz gezögert und dachte, lohnt es sich wieder zurückzugehen? Weil ich habe es eigentlich, was ich überhaupt nicht vermisst habe, fand ich interessant, war sozusagen diese Community, also die Leute. Mhm. Das hat mir gut getan. Ja. Also einfach mal. Nee, wirklich. Diese Kommentare, das ist was mich irgendwie stresst, weil ich bin dann immer so entsetzt, was für ein Niveau da herrscht. Auch bei dir hätte ich es nicht gedacht. Bei dir schreiben auch andere Prominente runter, keine Ahnung, Til Schweiger. Ja, manchmal gut, klar, da lernt man auch Leute kennen, auch Künstler, die man mag. Ich habe auch
Künstler wie Young Horn oder Drangsal oder Deichkind, die habe ich im Grunde über Instagram kennengelernt. Ja? Oder da schafft man dann relativ schnell, sich anzunähern, ja? Oder unkompliziert. Man bleibt ziemlich verführerisch. Ja, guck mal, wenn ich jetzt eine Insta-Story poste, ja, das gucken bei mir im Moment, und es wird immer mehr, 14.000 Leute. Boah. Das ist natürlich von der Power, von der Viralität, ja. Wahnsinn. Ja? Wenn ich jetzt Theater spiele, da passen am Abend 500 Leute rein und ich poste, ich spiele heute Abend, dann ist der Laden natürlich voll. Mhm. Ja? So viele Plakate kannst du ja gar nicht kleben. Das stimmt. Thema Young Horn. Seid ihr jetzt Best Buddies? Seid ihr Freunde? Oder Best Buddies. Best forever. Buddies? Ja. Ich bin verliebt in deinem Baby, ich lass dich nie mehr los, no. Wie ist er denn so drauf? Der ist ja auch schon genau ein bisschen so. Sehr so künstlerisch. Drauf, ja. Und das macht dich an, das findest du cool. Also das ja, das ist einfach ein wahnsinnig authentischer Typ, finde ich. Also das ist zum Beispiel jemand, der zu seinen Schwächen steht und mit den Schwächen in die Offensive geht. Und das, glaube ich, macht ihn so glaubwürdig. Und deswegen mögen ihn auch so viele Leute. Hättest du vielleicht auch Bock gehabt, einen YouTube-Kanal aufzumachen? Oder machst du es vielleicht auch irgendwann? Ich bin ja Jahrgang 76, 1976. Ich habe ja schon so einen Moment, wo ich so denke, YouTuber finde ich irgendwie unangenehm. Die Beschreibung, ja. YouTuber, das ist so wie Hipster. Ja, oder so. Stimmt. Kein Mensch will ja selber Hipster sein. Oder ja. Also YouTuber, Influencer. Bist du Influencer mit deinem Instagram-Kanal? Kannst du Leute influencen? Oder bist ja, ist schon ein großes Thema, weil ich versuche da ehrlich gesagt auch sensibel zu sein, aber ich verliere auch immer mehr meine Skrupel. Irgendwann ist es mir dann auch egal. Mhm. Also was am Anfang habe ich noch gedacht. Keine nackten Geschlechtsteile. Ja, weil nee, ich denke dann so, weißt du, die Leute packen dann so Chucks aus und schreiben dann Thanks a Million. Wo ich so denke, ey Leute, die Dinger kosten 79 Euro. Ja, kauf sie dir doch einfach. Ja. Ja, Thanks a Million. Wenn das schon Thanks a Million ist, was sagst du denn dann, wenn dir jemand ein wirklich großes Geschenk macht? Oder 10 Paar. Ja. Thanks a 10 Million. Ja. Machst du auch Placements auf deinem Instagram-Kanal? Was? So Placements. Oder willst du es machen? Ja, so langsam verliere ich die Skrupel. Also es gibt schon Leute, die sehr großzügig mit mir sind, große Labels, die ich auch mag. Und da denke ich schon, jetzt haben die mir schon das ganze Zeug geschenkt und so. Und jetzt stehe ich da. Ja. Warum soll ich nicht einfach draufschreiben, Hashtag, also vielleicht nicht unbedingt Thanks a Million, aber zumindest ein Verweis auf die. Aber ich war bisher Wir haben eine Po-Dusche geschenkt bekommen. Was? Wir haben eine Po-Dusche geschickt bekommen. Die kannst du ist mit Wasser lustig, füllen? Die habe ich auch geschickt. Die hast du auch? Ich dachte, das hat sich nur darauf bezogen, dass ich in irgendeiner Talkshow mal erzählt habe, dass wir zu Hause so eine Toilette mit BD-Funktion haben. Ich habe die auch. Ja, kannst du deine Ich habe die aber noch nicht gekriegt. Ich habe die nur angeboten bekommen. Ach so, er hat sie getestet. Ich habe die nicht getestet. Die ist aber so eine Travel Ja, genau. Ja. Damit kann man sich doch gar nicht richtig sauber machen. Das ist doch quasi mit Wasser gefüllt. Dann drückst du da einmal drauf, dann ist ja das Wasser wieder raus und dann bist du doch nicht richtig sauber. Ja, aber das ist echt so to go wahrscheinlich. Was ich von meinem Vater übernommen habe, so sich nachdem man auf dem Klo war. Jetzt kommen wir zum wirklich wichtigen Thema. Dass man sich dann sauber macht mit Wasser. So, ich kann es gar nicht mehr ohne. Hast du zu Hause ein BD quasi? Ja, das heißt, du gehst ja ich finde es einfach hygienischer und ich fühle mich danach besser. Du sagst ja selber, dass du überbezahlt bist, habe ich mal gesehen. Bei DocuPie. Weil ich habe ja schon sehr viel Geld. Und das ist auch irgendwie ungerecht. Wurdest du ja einer Komparsin gegenübergestellt und ihr habt eure Gehälter quasi verglichen? Im Grunde, das war so ein bisschen doof gemacht von denen, weil wir haben eine Stunde geredet und sie haben dann nur dieses eine Statement. Wie bei Frauentausch. Ja, das war dann irgendwie unglücklich, finde ich. Weil ich meine, ich wollte ja damit nur beschreiben, dass ich natürlich, ich habe eine Tagesgage, die entzieht sich wirklich jeglicher Realität. Ja, du das hast ist einfach so viel Geld. Oder wenn ich Platten auflege, da gibt es dann große Firmen, die buchen mich. Wenn ich da jemandem erzähle, was ich da pro Stunde verdiene, das ist einfach ungerecht. Ja, das sehe ich auch ein. Mhm. So. Trotzdem freue ich mich natürlich darüber. Aber es war dann so, als ich das in der Sendung gesagt habe, und ich wollte ja nur erklären, dass die ganze Welt im Grunde auf dieser Ungerechtigkeit beruht, ja, und dass dieses System, was Brecht beschreibt, weil sie eigentlich das beste Bild überhaupt für ein System findet, zu sagen, die Reichen sind oben und die Armen sind unten, und dann sagen die Reichen zu den Armen, kommt doch rauf, hier ist es so schön, und dann merken sie, verbindet aber keinen Weg, sondern eine Schaukel, und die Reichen sind nur oben, weil die Armen unten sind. Das muss man einfach verstehen, ja. Und wir sind natürlich die Reichen, damit sind wir gemeint, ja. In dem Fall war es dann aber so, ich habe dann echt Post bekommen, auch von Dörfern, die gesagt haben, ja, die Kirche muss gemacht werden und haben mir die ganzen Baupläne geschickt und ob sie irgendwie da 20.000 Euro zur Verfügung stellen. Habe ich dann auch gemacht, ja? Ja. Nein.
Unsere Zuschauer können nämlich auch was gewinnen. Und zwar haben wir ganz tolle, wirklich moderne hier. Ja, die könnt ihr nämlich gewinnen. Und zwar mit Unterschrift von Lars Eidinger. Guck mal, Bjarne und ich sind da drauf. Welcher ist Bjarne, welcher bin ich? Sieht man doch direkt die bucklige Haltung. Das kann nur der Bjarne sein. Hast du zum ersten Mal mit ihm gedreht? Für so einen richtig großen Zum letzten Mal. Zum letzten Mal auch. Ist er denn das sagt immer Bjarne. Das ist ein Standardspruch. Nein, ich liebe Bjarne. Wir haben uns wirklich über die Dreharbeiten lieben gelernt. Es ist wirklich so. Ich sage das jetzt so, und es ist auch ein bisschen Teil des Films, dass man zu seiner Emotionalität und zu seinen Gefühlen steht. Und dass es nicht immer unbedingt lächerlich sein muss, wenn man sagt, ich habe dich lieb. Wir haben uns einfach richtig gern. Ich habe dich auch lieb. Ja, und wir sind ja auch Brüder in dem Film. Meine Unterschrift ist übrigens so ultra peinlich. Soll ich dir mal vormachen? Ja, mach sie gerne vor. Da bereuen dann Leute teilweise, dass sie mir ihr Handy hingehalten haben und ich dann wirklich nicht auf die Hülle, sondern aufs Handy geschrieben habe. Weil ich habe einfach den Moment verpasst, wo ich so eine Unterschrift geübt habe. Und ich schreibe einfach nur meinen Namen. Echt jetzt? Ja. Du bist mir ja einer. Das ist meine Unterschrift. Du kannst direkt noch ein zweites Mal unterschreiben, wie du das hast. Gut, dann kannst du eigentlich schon nachmachen jetzt, oder? Schreib du mal. Guck mal da. Okay, ja gut. Schlecht ist es nicht, oder? Ja, ist sogar besser, würde ich sagen. Ist ganz gut. Wenn ihr das haben wollt, schreibt mal in die Kommentare, warum ihr diese Beutel haben möchtet. Wir können, wenn ihr möchtet, auch gerne drauf unterschreiben. Und dann werden wir die zu euch schicken. In diesem Sinne, liebe Freunde, besucht Lars Eidinger auf Instagram. Schreibt mir unter seine Fotos. Hallo, hier. Hallo. Von den Twinnies. Genau, ich hab ihn bei www gesehen. Hallo. Schreibt ihm natürlich wunderbare Einladungen. Was ist dein Lieblingsessen? Was möchtest du gerne auf dem Tisch haben? Überbackener Sauerbraten. Egal wo. Was ist dein Lieblingsessen? Ich liebe Entrecote. Das ist irgendwie das Einzige, was ich nicht mag, kurioserweise. Flammkuchen. Keine Ahnung. Wieso denn das? Ich weiß nicht, schmeckt mir einfach nicht. Das ist ein tolles Schlusswort. Liebe Freunde, haut rein. Habt noch einen schönen Tag und... Ja, macht euer Ding. Farewell. Hiya.